Und damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors, meine Freunde. Oh, mein Sessel wieder. Wow. Ich sollte mir vielleicht mal einen neuen zulegen, der nicht so quietscht, wenn ich mich zurücklehne. Aber gut. Egal, wir machen weiter auf der Master-Quest-Karte. Bis jetzt hat es ja noch niemanden gestört in den Kommentaren. Wahrscheinlich sitzt er gerade wieder voll vor eurem Bildschirm und lacht euch schlapp, weil ich so einen alten Sessel habe, aber okay. Und, wir möchten heute... Was möchten wir eigentlich heute? Ich möchte mal eben kurz was nachgucken, und zwar... Ich konnte hier mit einem Arang nichts bekommen. Da musste ich, glaube ich, einen Baum wegbrennen. Und ich hätte tatsächlich auch eine Kerze gehabt. Ich bin ein... Nee, ich habe die bekommen durch die Mission. Okay. Egal. Ich glaube, wir werden heute die Mission hier machen. Da muss ich eine Wasserbombe einsetzen. Die habe ich ja zur Hand. Und damit schalten wir Lanas Zauberbuch in der Sternenvariante frei. Sehr geil. Und da werde ich, glaube ich, auch die Mission direkt mit Lana zocken. Nee. Okay. Es ist begrenzt auf Sia. Was so viel bedeutet wie die Sternenwaffen. Kann auch jeder bekommen. Das ist sehr cool. Also nicht nur die Outfits, sondern auch die Sternenwaffen sind egal, mit welchem Charakter man die macht, die Mission, wo man das bekommen kann. Ist auf jeden Fall eine gute Neuerung. Das freut mich. Man muss sich vielleicht die Mission nicht mehr so oft machen. Gut, ein Arang wäre top. Und wir starten direkt in die Schlacht. Okay, das ist eine Zeitmission wieder. Dachte ich ja tatsächlich nie drauf. Vielleicht sollte ich das mal öfter machen. So, hier stürmen die ersten auf jeden Fall. Wow. Ausgewichen. Mein Freund aus. Wow. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Und kabam. Ah, verdammt. Die halten doch ein bisschen mehr aus, aber... Das dürfte auch weiterhin kein Problem sein. So, schön abziehen. Ah, verdammt. Das hat nicht ganz geklappt. Aber jetzt kriegst du hier Kloppe auf den Popo. Und dann... Kabam, der Hauptplatz gehört gleich mir. Ja, wunderbar, da ist der Hauptplatz mein. Hier gibt es auch eine Fairy. So ein Fairy Tail, ne? Kannst du nicht irgendwie... Ja, links erledigt ihn. Gemeinsam kriegen wir den Typen auch tot. Wow, okay. Da habe ich in die Schwaffen der Zeuge auf ein neues abgezogen. Was ist eigentlich auch meine Aufgabe? Ich muss die isolierten verbündeten Einheiten retten. Das ist tatsächlich eine schwere Aufgabe für die gute Sia. Besonders wenn hier der fette Moblin hier, das ist ja auch ein besonderer Moblin hier, extrem viel aushält. Und die gelben Truppen wurden getroffen. Ich denke, ich muss genau mit denen reden, dann schließen sie sich mir an. Und dann dürfte ich wieder kein Problem in der Mission haben. Da muss ich aber erstmal vordringen zu denen. Und das ist leichter gesagt als getan. Gut, ich erober mal hier den Vorposten. Das ist, glaube ich, ein guter Anfang. Oder? Hab ich den? Ich habe den tatsächlich nicht. Ich bin so ein Vollhonk. Okay. Und dann hier einmal die Fee rein. Und du wehrst dich nicht, mein lieber Fetti. Denn dieser A-Special ist für dich vorbestimmt. Ah, die hält ebenfalls wieder so viel aus. Warum halten die so viel aus? Ich verstehe zwar bei denen hier, der so glänzt, dass der viel aushalten soll. Wow, okay. Aber bei dem anderen, der sollte doch direkt drauf gehen. Mann, was ist denn los? Ich glaube, ich erobere einfach nur die Festung und überlasse die Fettis dann den gelben Truppen, sofern ich die dann habe, auf meiner Seite. Okay, hier ist das... Nee, hier ist nicht das Herzteil für Sia. Hier ist einfach nur Stuff. Okay. Ich hole mal hier die SP. Und rette die erste verbündete Einheit dort oben. Währenddessen lasse ich einfach mal den Fett hier ein bisschen erobern. Das geht schon in Ordnung. Stahlmeister, du fieser Typi. Ist doch ein Stahlmeister, glaube ich. Richtig in Erinnerung zu haben. Wunderbar. Wenn man um den so ein bisschen rumtanzt, dann hat er irgendwie schon gar keinen Plan mehr, was er eigentlich tun wollte. Wow, hey, 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 ganz ruhig, mein Lieber, ganz ruhig. Die feindlichen Truppen haben den Schildmoblin besiegt, ja, nice. Also die arbeiten auch jetzt schon für mich, obwohl noch nicht mal
ich mit denen ein Wörtchen gesprochen habe. Das ist wunderschön. Ich glaube, der ist tot, ja. Der hat mich gerade so komisch rückwärts teleportiert. So rückwärts gekickt, nicht teleportiert. Zack, einmal hier. Die 1er-Kombo. Die ist gut zum Aufräumen von Festungen, wie wir wissen. Lala. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die hier. Ja, es war die 2er-Kombo. Die ist auch total sinnlos, aber egal. Die Festung gehört mir. Und jetzt kommen hier irgendwie ganz, ganz viele Typis angerannt, die erstmal einen A-Special abbekommen wollen. Da fehlen ja auch noch 100 Kills mit dem A-Special. 50 kriege ich jedes gottverdammte Mal hin. Aber nicht die gottverdammten 100 hier A-Special. Ah, 100 ist schwer. Okay, Lana freut sich über irgendwas. Lass ich die mal weiter freuen, Lana. Vielleicht hilft das ja. Ich muss vielleicht jetzt erstmal zu den Truppen. Da muss ich in der Festung da oben lang. Die Unterstützung hebt die Moral von Lana wunderbar. Und hat jetzt eine gestiegene Moral. Und dann spreche ich mal hier mit dem Hauptmann. Schönen guten Tag. Und da schließen sie sich mir an. Und gemeinsam werden wir die Festungen erobern. Und alle auf unsere Seite holen. Kabam! Ah, Special! Ich glaube, ja, wir haben alle. Wir haben uns, haben alle verbündeten Einheiten gerettet. Was ist meine nächste Quest, liebes Spiel? Klär mich auf. Die Tore zum feindlichen Hauptquartier sind offen. Das heißt, wir können die Mission schon beenden. Die Sache ist nur, irgendwie will ich das noch nicht, weil ich habe noch nicht die Kills zusammen. Die 1200, und das wird jetzt auch ein bisschen schwer tatsächlich, die überhaupt noch zusammenzubekommen. Wenn ich mir das mal so ansehe, gerade. Wow, hey, ganz, ganz ruhig. Kannst du nicht auch... Wow, okay, dankeschön fürs Hinfallen. Okay, das feindliche Hauptquartier ist tatsächlich auch, verdammt. Ihr trefft mich jedes gottverdammte Mal, das regt übelst auf. Okay, okay. Beide erwischt. Wie sieht es mit dem Damage aus? 1000 erst, das ist wenig. Das ist sehr wenig. Ist aber in Ordnung. Weil mein Damage, der soll ja wenig bleiben. Ja, wenn ich hier natürlich mit den Fettis kriege ich nicht wirklich viele Kills zusammen. Das ist ganz klar. Da soll ich, wenn die Festungen erobern gehen. Aber die waren mir halt gerade ein richtiges Dorn im Auge. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Der hat mich richtig angepisst und... Ja, da habe ich den einfach mal totgekloppt. Würde ich sagen. Da drüben ist ja auch noch einer. Und hier gammeln ein paar Typis. Das ist schön zu sehen. Oh, dankeschön. Ihr seid mir absolut kein Dorn im Auge. Ich liebe euch. Ihr seid wie die Sonne für mich. Denn ihr bringt mir die Kills. Vielleicht sollte ich auch nicht die großen Typen killen, sondern die kleinen, weil die großen sind eben dazu da, solange die leben, spawnen noch mehr kleine. Aber... Ah. Ja. Okay, eine Festung ist gefallen wieder. Lässt sich nicht viel machen. Die ist gefallen. Das muss ich hinnehmen. Das war halt der Fetti, den ich da in der Festung gelassen habe. Vielleicht hätte ich nicht so schnell agieren sollen. Aber wer weiß, wie die Schlacht dann jetzt aussehen würde. Gut, was haben wir hier? Noch ein Fetti. Mann. Du nervst. Du nervst so richtig. Die. Ja, das will er aber nicht, wie man sehen kann. Ich setze mal hier ein A-Special ein. Hier sind viele kleine Typis. Ah, es reicht wieder nicht. Es reicht immer so ganz knapp nicht. Das ist so nervig. So, will ich den Fetti überhaupt besiegen? Irgendwie ja nicht. Irgendwie ist mir der kein Dorn im Auge. Der ist schön. Der passt hier gut ins Bild. Aber jetzt habe ich schon mal die Schwachpunktanzeige so weit abgezogen. Na dann. Dann kann er sich auch verabschieden. Komm, wunderbar. Und dann... Ja, ich krieg die Kills gerade nicht zusammen, tatsächlich. Das ist gerade mein Problem. Die Kills.
Okay. Hier liegt ein Silbermaterial. Sehr schön. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche mehr Kills. Hier stehen halt auch kaum mehr Typen rum. Mal gucken. Okay. Ja, kaum. Was? Ach so, wir haben das Herzteil ja noch gar nicht für Sia. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Das darf ich natürlich nicht vergessen, das Herzteil für Sia. Wow, das hätte ich komplett vergessen gerade. Ich war so fokussiert auf den A-Rang, dass mir das Herzteil sowas von egal war. Wir haben kein Hauptquartier, wir haben nur ein paar Typen, die nicht fallen dürfen. Und aus dem Grund sollte ich dann vielleicht hier mal beschützen gehen, die Typen. Mittner darf nicht fallen. Der Shipmoblin ist gefallen, das ist gut für uns. Und dann will ich die Festung da drüben direkt mal wieder zurückerobern. Und dann gehört mir eigentlich alles auf dem Schlachtfeld. Das ist so ein... Mann! Müll! Wunderbar. Also 100 Kills werden doch wohl noch drin sein, oder? Es wäre traurig, wenn nicht. Es sind ja nicht mal mehr 100. Ja, hier in der Festung... irgendwie will ich gar nicht in der Festung. Okay, 50 Kills sind drinnen. 50 Kills sind beim Finale drin. Da spawnen auch gerade irgendwelche Typis. Zeit ist okay, oder? Ja, okay. Wird knapp. Wird schon knapp. Keine Ahnung, ich glaube 12 Minuten ist die Grenze. Habt ihr mir geschrieben. Wunderbar, da habe ich ein Level up. Oh, Ganon! Hier ein Typi erstmal wieder heilen. Ganon, so viele Typen kloppen auf dich ein. Warum stirbst du nicht einfach? Oder setz mir so eine Attacke ein, bei der ich dir dann deine Schwachpunktanzeige runterkloppen kann. Das wäre mir schon genug. Tatsächlich. Dankeschön. Ich mag es, wenn mir die Gegner gehorchen. Sehr schön. Ah, es ist eine richtig lange Mission tatsächlich. Okay, 1200 Kills hätten wir. Hier, den Typen kann ich ja mal heilen. Und dann Ganon hier ein A-Special für dich, mein Lieber. Wie viel Damage? Ah, kaum. Kaum. Aber ich sehe hier eine volle Magie. Habe ich die nicht geheilt? Wow. Okay. Volle Magie. Diese Macht gehört dir. Oder, ja, egal. Diese Kraft, diese Stärke lasse ich ganz allein an dir aus, mein lieber Ganon. Das Problem ist nur, irgendwie hat der keinen Bock, Damage zu bekommen. Wenn ich mir das mal so ansehe. Aber okay. Dann hier direkt mal wieder heilen. Kriegen so viel Damage, die Stahlmeister. Ist aber okay. Schließlich gibt's ja keine. Wo ist Ganon? Hier ist Ganon. Schwachpunkt abziehen. Nice. Und ah, Special. Und damit ist diese Mission Geschichte. Nice, dürfte auch ein A-Rang sein, haben wir hier wunderbare Arbeit geleistet. Und dann schauen wir mal, was wir noch in dem Part machen können. Das hat ja jetzt noch ein bisschen lang gedauert. Hier wunderbar. Ach, so göttlich. So schön. Lanas wirklich letzte Waffe. Okay, der Text ist derselbe. Wenn man eine Sternenwaffe bekommt. Und dann lief das ja doch noch. Das ist sehr schön. Leider 15 Minuten in Anspruch genommen. Das ist nicht so schön. Ja, da kann man nichts machen. Ist halt nun mal so. Gut.
Buch der Magie 8-Bit, das magische Buch, Buch errichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit einem starken Angriff springst du nach vorne. Springst du in eine magische Wand, kannst du einen besonderen Angriff ausführen. Und da hat Gen auch epische Schwerter, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich werfe mal die hier weg. Die ist okay. Dann... Ja, einen Herzbonus, den brauchst du nicht. Und bei Lana muss ich gar nichts wegwerfen. Die hat noch genug Platz. Sehr nice. So. Was steht weiterhin an? Wir können in die Richtung weitergehen. Hier gibt es gar nichts für den A-Rang. Ist ebenfalls wie eine Abenteuerschlacht. Eine Stufe 5 Abenteuerschlacht. Und das hier ist eine... Verheerende Treffer, keine Heilung-Mission. Da brauche ich, glaube ich, eine Bombe. Die habe ich aber nicht. Aber da es eine kurze Mission ist, gönne ich mir die direkt. Und schließe sie mit einem Argen hoffentlich ab. Verheerende Treffer, wir wissen, was das ist. Nur diesmal leider mit der Regel dabei. Keine Heilung, ist aber vollkommen in Ordnung. Es läuft, es geht so schnell. So schön. So schnell alles abzuschließen. Das freut einen richtig. Ah, verdammt. 30. Wir starten direkt mit 30. Okay, es ist ja eine Stufe 7. Was? Du hast mich nicht berührt. Das hast du nicht. Nein. Na, dann gucken wir mal. Ob ich das hinbekomme. Das war gerade ein dummer Start, tatsächlich. Dann blende ich hier euch dann halt auch ganz simpel einfach wieder alles ein. Das ist kein Problem. Okay, den habe ich weggenockt. Und du gehst drauf. Und du gehst drauf. Und du gehst drauf. Okay, das sind aber Typis, die was werfen können. Das gefällt mir nicht. Jetzt kann ich mir ja erstmal wieder bomben. Nice. Ja, wobei der Arang ist ja eigentlich gerade scheißegal tatsächlich. Aber das keine Heilung macht die Mission definitiv schwieriger. Und zwar aus dem Grund, weil ich dann eben nur zweimal getroffen werden kann. Und dann ist die Schlacht schon verloren. Beim anderen konnte ich mich dann wenigstens noch heilen und dann... Habe ich halt die Herzen erstmal wieder verloren, die ich geheilt habe. Und ja, ne, man merkt, es wird definitiv schwieriger. Aber trotzdem noch nicht assi schwierig. Das mit dem Master Quest regeln, das ist tatsächlich was, bei dem sollte man... Das sollte man mit Vorsicht genießen. Tatsächlich, da kann schon was schief gehen. Aber okay. Ah, da hat die Kamera wieder richtig dumm sich gewendet. Das freut mich überhaupt nicht. Wenn die Kamera sich so dreht, dass ich absolut nichts mehr sehe. Wie viel fehlen noch? Kann endlich die Anzeige beginnen runterzugehen? Somit zu sagen, noch 10. Noch 9. Wow. Mit Ankündigung. Wow. Das war... Das war knapp. Das hätte jetzt schief gehen können. Aber an sich, es wäre ja auch nicht so schlimm. Brauche erst später den A-Rang. Jetzt gerade bin ich auch mit einem C zufrieden. Oder vielleicht auch doch nicht. Nice. Weil mit einem C-Rang hätte ich dann vielleicht doch nicht gesehen, dass, wie heißt's, die nächste Mission freigeschalten. Aber gut, ich würde sagen, das war's für den Part, oder? Ist halt richtig kurz wieder. Ich guck mal eben, vielleicht schalten wir noch eine kurze Mission frei, die man in 5 Minuten abrattern kann. Weil die Abenteuerschlachten, die dauern halt nun mal auch ewig. Ich denke, eine Abenteuerschlacht und dann eine Einzelschlacht, das wäre perfekt, aber... Das kriegt man halt nicht immer. Es sind so viele Abenteuerschlachten auf der Map immer. Und so wenig... Andere Einzelschlachten. Aber gut, selbstverständlich, die Entwickler wollen das Spiel strecken. Das ist klar. Und
Ja, ne, das machen die damit auch richtig gut. Aber wir leisten schon mal gute Arbeit, wir kommen gut voran. Die Mission hier sieht auch nice aus. Die gefällt mir direkt. Stößt mir direkt ins Auge. Und wir haben auch schon eine ganze Menge gemacht an sich. So, aber wir haben noch nicht uns das Kostüm von Link angesehen. Tatsächlich. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, wir können uns ja einfach mal das Kostüm vom guten Link ansehen, noch in dem Part, weil... Ja, ne? Der gute Link hat ein Kostüm bekommen. Vor ewig langer Zeit. Und... Ja, das ist das hier. Lila, okay. Dass man das Lila so früh bekommt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommt zuerst mal Rot, Grün, Blau, Gelb und dann erst Lila. Aber anscheinend bekommt man relativ früh Lila. Und ich würde sagen, wir bleiben auch mal bei den Kostümen. Für ein bisschen Unterschied. An sich Ocarina of Time ist okay. Master Quest erinnert ja ein bisschen an Ocarina of Time. Hier Sheik mit Ocarina of Time Outfit. Dann die gute Lana mit den Hüterin der Zeit Outfit. Das ist ja auch, das gehört zum DLC dazu. Dann Zelda. Das glaube ich, ja. Dann kriegst du das Ocarina of Time Outfit, so lang. Ganondorf, auch Ocarina of Time von mir aus. Kriegen die mal alle die Ocarina of Time Outfit, ne? Bei denen, wo es halt geht. So, die gute Sia kriegt auch ihr Hüterin der Zeit Outfit. Das bekam die ja auch dazu. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir... Ne, das haben wir noch nicht gemacht, die Mission mit der Agneta. Okay, das heißt, ab dem nächsten Mal haben die alle andere Kostüme an. Das liegt daran, dass das eben funktioniert. Und... Ich würde auch sagen, ich ändere nochmal eben kurz Link auf das Ocarina of Time Outfit. Einfach nur, weil wir es haben. Und dann sind wir beim nächsten Mal ein bisschen mit Ocarina of Time unterwegs. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war Hyrule Warriors für heute. Ihr bekommt jetzt noch was eingeblendet und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschö, euer Ultra.